Jay Scheib, fangen wir mal mit der Frage aller Fragen an. Wer ist der Gral? Wer ist der Gral? So fragte Parsifal. Und für uns oder für mich persönlich, der Gral hat ein bisschen damit zu tun, dass man kann überall für eine Lösung suchen oder ein Problem, sieht man ein Problem und man geht raus und sucht und sucht und sucht für eine Lösung. Und letztendlich versteht man, dass ich bin die Problem oder man ist selbst ein Teil von den Problemen. Und zum Beispiel bei unseren riesen Klimaproblemen, es gibt verschiedene Lösungen, die machen noch andere Probleme. Also Kobalt zum Beispiel in Afrika ist seit Jahren ein sehr schwieriges Problem. Und elektrische Autos, sie sind eigentlich ziemlich gut für unsere Klimaprobleme. aber es hat eine Kost. Und so für uns der Gral ging ein bisschen um Gemeinschaft, ein Community und wo ein Community Energie kriegt. Mit die Idee sind wir angefangen. So letztendlich ging es ein bisschen so um Energiemittel, so Sachen wie Kobalt oder Lithium-Ion. Das ist der Gral. So ungefähr. Ich habe jetzt schon gehört, Gemeinschaft, was hält eine Gemeinschaft zusammen? Ich habe gehört, so Querverbindungen zum Klimawandel. Was ist dein Weg dadurch? Was ist dein Erzählsatz? Worum geht es in deinem Parsifal? Man lernt ziemlich schnell in Parsifal, dass jeder irgendein Loch im Herz hat. Jeder hat seinen eigenen Trauma oder eigenen Wunde. Und man lernt zum Vergeben. Für mich ging es um Mitleid oder Empathie oder Vergebung. Wir müssen natürlich über Augmented Reality sprechen, aber um erstmal deinen Hintergrund einzuordnen, der Einsatz von Technologie im Theater ist eigentlich dein zentrales Thema, weil du Professor am MIT für Musik und Theaterkunst bist, am Massachusetts Institute of Technology. Kam in dem Forschungsbereich Augmented Reality auch schon vor? Augmented Reality ist schon seit Jahren unterwegs und letzte 2 Jahre beschleunigt es. Ja, aber es ist schon seit lange da. Und jetzt bindest du das hier in die Parsifal-Inszenierung ein, also in der Form, dass man eben mit den Brillen zusätzliche Bilder sehen kann, neben dem eben, was auf der Bühne passiert. Du hast in einem Aufsatz geschrieben, dass das genau zu Wagners Gesamtkunstwerk-Idee und zum Bayreuther Festspielhaus passt. Warum? Well, seit ich Student war, war Wagner und die verschiedenen Ideen um Gesamtkunstwerk oder eine Sammlung von verschiedenen Disziplinen aus den Kunstformen auf einmal in eine Riesenidee, hat eine bestimmte poetische Kraft. Und ich bin seit ewig daran interessiert. Ja. Und was genau kann der Augmented Reality leisten? Es ist ein visuelles Ding, manchmal sehr poetische Sachen, also Visionen oder schockenden Träume. Es eröffnet eine riesen Traumwelt. In welchen Momenten wird denn in der Inszenierung Augmented Reality eingesetzt? Interessanterweise in jedem Moment. Sachen sind animiert oder Figuren tauchen auf oder Gewitter erscheint über den ganzen Stück, also 4 Stunden AR. Es gibt da kahle Bäume zu sehen, Handgranaten, Emojis, orange Wesen, menschenartige. Es gibt Batterien zu sehen, Autos. Wie kam es denn zu dieser symbolischen Zusammenstellung? Wenn ich die Musik anhöre, wenn ich es lese oder höre, ja, es kommt einfach im Kopf. Es ist assoziativ, es ist auch analysiert, also es ist so Text Analysis, es ist auch Musik Analysis und dadurch träumt man. Und unser Team, Josh Higginson und Mimi Lian, die macht Bühnenbild,
und Josh macht AR und Interaktiv Design. Also alle, die an unserem Team sind, wir haben viele, viele Stunden zusammen, einfach die Musik anzuhören und lesen und lachen, ziemlich viel lachen. Und Ideen kommen von überall. So, manchmal sagt man, ja, hahaha, es gibt zu viele Plastikflaschen hier. Und dann letztendlich fangen sie an zu fliegen. Und zum Beispiel die Plastikflaschen. Ich glaube, im dritten Aufzug ist es relativ zentral. Wie seid ihr drauf gekommen, dass der Plastikflaschen braucht zum Beispiel? Weil eine Plastiktüte, also rede ich von einer Tüte, eine Plastiktüte, die fliegt. Einerseits kommen sie rein in die Bäume manchmal und man ist im Gehen, sieht man ein sehr schönes Baum und es gibt eine Plastiktüte da oben. Und manchmal sind sie schön auch, also wie sie fliegen und so weiter. Und so, es gibt immer so, solche doppelseitige Situationen. Und Plastiktüte, Plastikflaschen, sie werden immer da sein. Wenn wir echt weg sind, gibt's noch Plastiktüten. Und das korrespondiert dann praktisch mit der Stimmung im dritten Aufzug, wo die Welt ja ziemlich am Ende ist, am Anfang zumindest. Die Welt hat sich erneut und wir wissen noch nicht, was für ein Welt es sein wird. Aber wir haben so eine Chance, eine neue Zukunft zu probieren und es existiert dort, im dritten Akt. Im ersten Akt für uns ist es schon ein bisschen kaputt und letztendlich im dritten Akt, viele Jahre sind vorbeigegangen und es ist eine Welt, die fängt an, neu geboren zu werden. Wie verhindert man denn bei so einer überwältigenden Visualität, wie die Brillen das ermöglichen, dass die Technik zum Selbstzweck wird? Also, dass man es nur macht, weil man es machen kann. Wie verhindert man das und wie schafft man es, dass es trotzdem noch dem Werk dient? Wie verhindert man das? Ich gehe davon aus, dass wir sollen es eigentlich loslassen. Also, die Sachen sind da. Und entweder finden wir einen Weg, wobei wir Technologien und so weiter poetisch mitdenken, oder sie werden uns denken und dann ist es nur so ein See von Banalität. Ja. So von meiner Sicht, es ist sehr wichtig, dass wir einen Weg finden, wobei wir neue Technologien, neue Ideen, KI oder was auch immer, wir müssen irgendwie das ganze Dinge umarmen können. Und ein Methode oder ein poetisches Ausdruck finden. Es muss irgendwie elegant werden, sonst wird unsere Welt echt langweilig. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, aber lenkt es dann nicht viel zu sehr von der Musik ab oder lenken die virtuellen Bilder nicht viel zu sehr von dem ab, was man auf der Bühne sieht? Okay, so, was ich sagen kann, ist, dass es braucht viele Nerven, mit etwas neu zu arbeiten. Und manchmal finden wir perfekte Balance und manchmal ist es nicht balanciert und dann arbeiten wir daran. Und eine Technologieentwicklung hat irgendwie eine Timeline. Und die Timeline von solchen Entwicklungen ist nicht so ganz das gleiche wie eine Opernproduktion. So, wir arbeiten ungefähr rund um die Uhr, einfach ein Balance zu finden, wobei man wird nicht abgelenkt von der Musik oder von das, was auf die Bühne passiert. Alles wird zusammen funktionieren können. Es ist ein bisschen wie, wenn man das Licht verändert in einer normalen Produktion. Manchmal sind Sachen weggeleuchtet und manchmal erscheinen Sachen. Und AR funktioniert in das gleiche Fassung. Bayreuth soll ja eine Werkstatt sein. Ist das ein Gedanke, der dich auch beschäftigt, dass du das die nächsten Jahre noch weiterarbeiten kannst oder auch das Recht hast, auch daran zu scheitern, dadurch, dass es eine Werkstatt ist und man im Prozess bleiben kann? Naja, für mich ist das Werkstatt Bayreuth ist ein tolles Prinzip und ein Prinzip, die hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Also ein darstellenden Kunst ist immer lebendig. Lass uns einen Blick auf die Figuren werfen. Mir ist da vor allem Kundry aufgefallen. Die gibt es nämlich zweimal. Wie ist es denn zu der Entscheidung gekommen? Es kam eigentlich das erste Mal, dass ich es gelesen habe. Und dachte ich, naja, Gurnemanns, er hat irgendwie ein riesen schlechtes Gewissen, weil er redet ständig. Er redet so viel und er erzählt die gleiche Geschichte noch einmal und noch einmal. Und jedes Mal kommt ein bisschen mehr Information raus. Und dann dachte ich,
Naja, er war da. Er war da, als Amfortas mit Kundry geschlafen hat und war mit dem Speer getroffen. Und warum hat er ihn nicht gerettet? Und dachte ich, ja, wahrscheinlich, weil er beschäftigt war. Er war auch so unterwegs mit irgendein Kundry. Und das war ein Schlüsselmoment für ich. Dann habe ich ein bisschen über Grönemanns verstanden. Und Kundry sagte immer, dass sie immer wieder auftaucht. In die letzten 2000 plus Jahren ist sie immer da. Sie war da, als Parsifal ein Kind war. Sie war wahrscheinlich die Mutter von Parsifal in diesem Moment. Sie war dabei, als John the Baptist ermordet war. Sie war dabei, als Amfortas gewundet ist. Und so dann dachten wir, okay, lass uns mit so einer Schatten von Kundry anfangen. Und so Kundry, die ist das erste Mal da als Knaben in den Vorspiel. Und dann ist sie ungefähr immer da. Sie macht die Wunde von Amfortas sauber und so weiter. Und das ist auch unsere Kundry-Schatten oder Duppel. Und die Idee entwickeln wir noch ein bisschen weiter und voilà. Es gibt was mir in ganz vielen Parsifal-Inszenierungen auffällt, auch wenn die, so wie du zum Beispiel, das Setting ganz woanders hin verlegen, in deinem Fall in eine Kobaltmine. An dieser Fußwaschung und der anschließenden Segnung kommt irgendwie keine Inszenierung vorbei. Warum hast du dich dafür entschieden, auch diese Fußwaschung so, wie sie drin steht, darzustellen? Ich habe es in viele verschiedenen Art gemacht eigentlich. Wir haben sehr viel damit geprobt und wir haben das versucht und das versucht. Und ist es überhaupt okay, dass Kundry getaucht wird? Sie wurde nicht gefragt. Sie war einfach getaucht. Und wir haben gedacht, na ja, okay, wir können irgendwie dagegen oder wir können irgendwas anderes machen oder da, da, da. Und dann fanden wir es wichtig, dass wir versuchen, einfach durch die Schritte zu gehen, zu verstehen, was kommt am Ende. Und das macht es noch stärker, wenn Parsifal der Rolle aufgibt. Ja, und dann, keine Ahnung, soll Kundry sterben oder irgendwo anders gehen und ihr bestes Leben leben. Wir haben mit so einer ganz zentralen Frage aus dem Parsifal angefangen und ich würde auch gerne mit einer ganz zentralen Frage aufhören. Gibt's Erlösung? Keine Ahnung. Doch, aber es gibt nicht nur eine. Dankeschön.